Wir können mal schauen nach Houston. Und da sehe ich Matthias Maurer, den ESA-Astronauten, der im Training in Houston ist. Schönen guten Abend. Einen schönen guten Abend, oder ich muss ja eigentlich sagen, einen schönen guten Nachmittag, weil ich bin 7 Stunden dahinter. Und Sie sind mitten im Training. Was machen Sie im Augenblick? Ja, ich bin in Houston im Astronautenzentrum und ich habe ein normales, regelmäßiges Training. Wir müssen ja jedes Jahr gucken, dass wir fit bleiben. Und morgen früh springe ich wieder in den großen Raumanzug und dann übe ich einen Weltraumspaziergang unter Wasser in einem Pool in Houston. Das ist dieses wahrscheinlich größte Bassin, was es auf der Welt gibt, von Süßwasser, wo ja quasi fast eine ganze ISS reinpasst. Warum muss man da tauchen? Ja, Schwerelosigkeit kann man auf der Erde sehr schlecht simulieren. Man kann es auf 2 Arten erzeugen. Das eine ist ein Flugzeug, das, sage ich mal, wellenlinig fliegt, etwas, was der normale Passagier im Flugzeug gar nicht mag. Und dann hat man circa 22 Sekunden Schwerelosigkeit am Stück und dann ist man wieder doppelt so schwer. Das heißt, es ist sehr, sehr wenig Zeit, um etwas zu trainieren. Deswegen gehen die Astronauten im Training unter Wasser. Und wir sind dann 6 Stunden in unserem Raumanzug unter Wasser und üben dann einen Weltraumspaziergang. Wir sind dann quasi schwerelos unter Wasser und das ist das beste Gefühl, was man zu Trainingszwecken auf der Erde erzeugen kann. Das beste Gefühl zu Trainingszwecken, aber macht das Gefühl Spaß? Weil es gibt jetzt ganz viele, nicht nur in Deutschland, die warten auf ihren Tauchurlaub. Macht Ihnen so etwas dann noch Spaß im Training? Ja, also das ist so ein bisschen gemischt. Es macht natürlich super Spaß, weil das gibt einem so das Gefühl, ja, man ist hautnah dran. Also der nächste Schritt ist nur noch der Weltraum. Aber 6 Stunden in diesem Raumanzug und ich trage da auch Pampers und wenn ich auf Toilette muss, dann nutze ich diese Pampers dann auch. Man ist da eingeengt, eingequetscht und das ist harte körperliche Arbeit. Also das ist so ein bisschen, wenn die 6 Stunden vorbei sind, dann bin ich auch erleichtert. Es ist ja das Training für einen Ausstieg und diese Ausstiege sind ja notwendig, um auch an der ISS Reparaturen vorzunehmen. Das ist aber dann ein Schweben im Weltraum. Wenn es auf Sie zukäme, wären Sie jetzt im Hinblick darauf auf die Perspektive eher nervös oder würden Sie sagen, Mensch, das würde ich wirklich mal gerne erleben? Also ein Weltraumspaziergang ist der größte Traum für einen Astronauten. Die erste Stufe ist erst einmal in den Weltraum zu fliegen und der nächste Schritt ist dann wirklich ganz, ganz nah dran sein. Man hat ja ein Visier mit einer ganz dünnen Scheibe nur zwischen sich und dem Vakuum und das ist das, was die Astronauten alle wirklich erleben wollen. Von den beiden Astronauten der NASA, die heute starten werden, oder hoffentlich starten, wird einer auch Weltraumspaziergänge durchführen. Und zwar steht auf der Planung, dass er zusammen mit dem Kollegen, der jetzt schon auf der Raumstation ist, die Batterien austauscht. Das ist jetzt ja schon in den letzten 2, 3 Jahren sehr intensiv erfolgt. Und das wäre dann der letzte Abschnitt, um die alten Batterien oder die alten Akkus auf der Station durch die neuen, effizienteren Batterien auszutauschen. Sie sind ja jetzt zwar in Houston nicht näher dran an Florida unbedingt, was jetzt die Entfernung anbetrifft, aber Sie sind ja emotional wahrscheinlich sehr nah dran. Sie sind ja einer der Nächsten, der fliegen wird. Wenn Sie so einen Start jetzt dort sehen, übermittelt von den Bildern in Florida, was ist denn das für ein Gefühl? Würden Sie da jetzt schon am liebsten mit dabei sein? Ja, also bei dem Start jetzt hier bin ich eigentlich ganz froh, dass ich das von außen sehen kann. Erst einmal diese Profis ranzulassen. Das sind ja beides Testingenieure, Testpiloten und Testingenieur. Und die sollen diese Kapsel auf Herz und Nieren überprüfen, dass dann alles funktioniert. Und dann nach dem erfolgreichen Flug und wenn die Kapsel sozusagen getüft ist, dann können dann auch die normalen Astronauten wie ich dann dort einsteigen und dann mitfliegen zur Raumstation. Also ich bin natürlich gespannt und drücke den beiden Kollegen ganz, ganz fest die Daumen, dass das alles klappt, dass sie sicher zur Station kommen und dann auch sicher wieder zurück zur Erde. Und wenn dieser Meilenstein geschafft ist, dann werden die nächsten Ernennungen auch wieder möglich sein. Momentan ist ja alles so ein bisschen auf Halt und der nächste Europäer, der in den Weltraum fliegen soll, ist mein Kollege Thomas Pesquet und ich
denke, der sitzt jetzt genauso gespannt vom Bildschirm wie ich. Und wir beide drücken fest die Daumen, dass dieser Start heute klappt. Ist ja wahrscheinlich kein Zufall, dass das zwei Testpiloten sind, die jetzt die Falcon 9 fliegen. Denn man hatte ja früher fast nur aus der amerikanischen Luftwaffe Piloten, die geflogen sind. Und dann kam immer mehr dann auch der Wissenschaftler dazu. Hat das jetzt die Bedeutung, dass es tatsächlich von Testpiloten geflogen werden soll, die natürlich sich über eine solche Situation besser oder in einer solchen Situation besser auskennen? Im Normalzustand fliegt diese Kapsel vollkommen automatisch und die Astronauten, die dann mit der Steuerung beauftragt sind, die sollten eigentlich nur noch überwachen. Also manuell wird hier eigentlich sehr wenig erwartet, wenn alles normal läuft. Heute ist natürlich ein Sonderfall, weil heute soll diese Kapsel starten und nicht einfach nur zur Raumstation fliegen. Das wäre in wenigen Stunden ja möglich, sondern die beiden Kollegen, die heute drin sitzen, die sollen wirklich das System auf Herz und Nieren überprüfen. Die haben jetzt ein ganz langes Protokoll dabei an Versuchen, an Tests, die die durchführen müssen. Und erst wenn alle Tests erfolgreich gelaufen sind, dann fliegen die zur ISS, docken dort an. Nach 19 Stunden werden sie dort ankommen und werden auf der ISS dann einen normalen Wissenschaftsbetrieb dann auch mit unterstützen. Und wenn sie wieder zurückfliegen, steht auch nochmal verschiedene Protokolle an, Experimente, bei denen diese Kapsel getestet wird. Und erst wenn alle diese Tests erfolgreich abgeschlossen sind, dann geht es mit dem nächsten Flug dann direkt zur ISS zum Andocken und dann auch wieder direkt zurück zur Landung. Matthias Maurer, was kommt auf Sie in den nächsten Tagen zu an Training? Ja gut, morgen erst einmal in den Pool springen und dann geht's weiter mit den verschiedenen Systemen. Also heute, bevor ich jetzt hier zur Sendung gekommen bin, hatte ich verschiedene Trainingseinheiten. Eins war, wie benutze ich die Toilette auf der ISS? Und da gibt's auch gute Nachrichten. Es wird bald in Zukunft noch eine neue Toilette geben, weil die Besatzung auf der ISS ja auch anwachsen wird. Deswegen brauchen wir neben der jetzt vorhandenen Toilette in dem amerikanischen Teil und der anderen Toilette im russischen Teil, kommt noch eine dritte Toilette dazu. Und die muss man auch warten können. Dann hatte ich ein Training, wie fange ich eine Versorgungskapsel ein? Alle Güter, die hochgebracht werden, auch der Nachschub für uns, also Essen, Experimente, Kleidung, kommt ja mit Versorgungskapseln. Und die meisten Versorgungskapseln können nicht automatisch andocken. Und deswegen müssen wir lernen, wie wir diese Kapseln mit dem robotischen Arm sozusagen aus dem Weltraum fischen, wenn sie in der Nähe der ISS sind. Diese Dragon, mit der die amerikanischen Kollegen heute zur Station starten wollen oder wollten, ist gleichzeitig auch als Frachter nutzbar. Und bis vor kurzem mussten wir diesen Frachter einfangen mit dem robotischen Arm, aber in Zukunft wird mit dieser moderneren Variante dann das automatische Docken möglich sein. Das heißt, wir müssen dann nur noch einen amerikanischen Frachter und den japanischen Frachter einfangen können. Und darüber hinaus gibt es auch noch andere Systeme, die wir immer wieder üben und auffrischen müssen. Das heißt, Sie sind... Bitte? Beneidenswert. Ja, Sie hören das hier. Reinhold Ewert sagt, meine Güte, würde ich auch gerne im Augenblick machen. So habe ich zumindest den Eindruck. Ja, löst man sich wahrscheinlich nie so ganz von. Dann wünschen wir Ihnen, Sie sagen, Sie springen in den Pool. Das hört sich ein bisschen leicht an. Wir haben ja gesprochen, worüber Sie da arbeiten müssen und wie anstrengend das ist. Also springen Sie in den Pool. Viel Spaß dabei, in Anführungsstrichen. Herzlichen Dank, Matthias Maurer, aus Houston live zugeschaltet bei uns.